Tiki me sungje. Kim Il-sungje ist eine Blume, die nach dem Herrn Kim Il-sung, der dank seiner Verdienste in den Herzen der fortschrittlichen Menschen der Welt fortlebt, benannt wurde. Auf Einladung des damaligen Präsidenten Sukarno startete Kim Il-sung im April 1954, 1965 Indonesien einen Besuch ab. Der indonesische Präsident zeigte dem Herrn Kim Il-sung eine neue Blume, die vom Direktor des Botanischen Gartens Bogor gezüchtet wurde, und äußerte dabei seinen Entschluss dazu, diese Blume nach dem Präsidenten Kim Il-sung, der sich große Verdienste um die Menschheit erwarb, zu benennen. 10 Jahre später schlug die Kim Il-sungje in Korea ihre Wurzeln. Am Schaft der Kim Il-sungje blühen von unten aufwärts 3 bis 15 schmetterlingsartige Blüten im Abstand von 3 bis 4 Tagen auf, die einen traubenförmigen Blütenstand bilden. Die Blüte hat einen Durchmesser von 7 bis 8 cm. Jede Blüte fällt etwa 2 Monate lang nicht ab. So steht eine Pflanze 3 Monate lang in Blüte. Wegen ihrer Schönheit wurde die Kim Il-sungje auf mehreren internationalen Blumenausstellungen und Weltmessen für Blumen mit Goldpreis, Belobigungsurkunde, Best-Exhibit-Preis und Sonderexhibit-Preis ausgezeichnet. Die Kim Il-sungje wird heute von vielen Menschen der Welt gezüchtet.